Mitglied werden. Nur Abzocke, Digga. Nee, die Memes-Compilations sind schon ganz geil. Danny meinte, er fühlt sich nicht so wohl zu Hause gerade und deswegen ist er hier. Ich denke, er wird auch wahrscheinlich ein, zwei Tage hier bleiben. Also, okay. Also länger als ein, zwei Tage halt. Also er wird ein paar Tage hier bleiben wahrscheinlich. Danny, einfach deutsche Ellen Harper. Den wirst du nie wieder los, Kevin. Genauso wie ich. Kevin hat mich irgendwann gefragt, wann ich nach Hause fahre. Ich meinte so, Bro, ich wollte noch bis morgen bleiben. Er so, nein. Beim Boxen würde ich Sascha auseinandernehmen. Aber Sascha kann mich natürlich gerne mal bei anderen Aktivitäten. Wenn du Monte deinen halben Monatslohn spendest. Spiel mal mit Zech, dann bekommst du Bot-Lobbys, scheiß auf VPN. Oh, Bruder, Big Mac, das halte ich von deiner Meinung. Mittags spielt besser als abends, meiner Meinung nach. Bilal, dich hat aber niemand nach deiner Meinung gefragt. Das ist das Gute, dachte, wir sind so, fragt Bilal. Ja, denken wir ja noch nie so deine Stärke. Was bist du für ein dummer Hurensohn? Auf was für eine Antwort hoffst du, wenn du mich fragst, wie meine Meinung zu Tierquälern ist? Das würde dann so aussehen. Hoppala. Och nein. Erst fällt ihm bei Among Us die Tür auf den Kopf und jetzt sowas. Carsten sichert sich VIP-Ticket für die Hölle. Weil ich keine Zeit mehr habe in den vergangenen 6 Jahren. Keine Fronts gegen Tanzverbot-Chat, aber habt ihr das mitbekommen? Das mit Tanzverbot und Fräulein Freitag? Oh mein Gott. Eine Sache. Wir waren bei einer anderen Streamer-Kollegin zu Hause und haben uns sämtliche Sachen. Wir haben uns Fräulein Freitag-Vlogs angeschaut. Alle Videos dazu. Alles. Alles. Ich war rotzevoll. Ich war wirklich bis oben hin besoffen. Ich war bis oben hin besoffen und hab mir mit 3 anderen Streamern Fräulein Freitag-Videos reingezogen. Und ich bin aufgewacht. Durch einen Albtraum, weil ich von Fräulein Freitag und Tanzverbot geträumt habe. Und es ist kein Joke, ich bin zum Klo gesprintet und habe gekotzt wegen dem Suff. Das ist kein Witz, das ist genauso passiert. Holy fucking shit. Holy fucking shit. Das hat was mit mir gemacht. Ich kann so relaten, Cast. Ist nicht witzig. Du machst jetzt kurz den Alleinunterhalter, Memo? Ich geh kurz pissen. Beste Alleinunterhalter. Soll ich auch mal Fragen stellen und nicht nur immer Emojis reinmachen? Emojis. Max, ich würde sogar schon sagen, dass du mehr Sex hattest im vergangenen Jahr als ich. Deine Hacken ist wichtiger als über Sex reden. Weil du eine feste Beziehung hast. Man hat das letzte Mal Sex, Max? Wenn du es schaffst, 5 Minuten lang ein englisches Wort zu sagen, bekommst du 5 Subs. Schaffe ich niemals, Diggi. Ich try sowas gar nicht hier. Oha, direkte Frage. Also ich habe mich selber noch nie anpissen lassen. Oh, Digga. Dann musst du mal Probetraining bei Willis Mannschaft machen. Soll ich dir mal sagen, was wir für ein Aufgabenritual damals in der Mannschaft hatten? In die Schuhe pissen. Wenn Dusche gemeinsam. Dann wurde das Licht ausgemacht. Oh Mann! Und dann wurde der Mann angestrahlt. Ah, jo. Was? Ich kenne das nur, wir haben früher beim Fußball in unsere Fußballschuhe gepisst. Das war so ein Ding. Ich weiß noch, ich habe bis zur C-Jugend haben wir gespielt. Und das war so ein Ding, dass uns gesagt worden ist am Dorf, dass wir in die Fußballschuhe gepisst haben. Ist kein Witz. Wir haben in die Fußballschuhe reingepisst. Und dann trocknen lassen, das sollte irgendwie Glück bringen. Keine Ahnung warum. Hä? Findet ihr das weird? Was denn daran weird, sich in die Fußballschuhe zu pissen? Ist doch nicht weird. Hä? What the fuck? Das hat doch safe auch wer an. Als ob ich jetzt wieder der Einzige bin, der sowas gemacht hat. Als ob ich jetzt... Nein. Ich bin nicht der Einzige in Deutschland mit meiner Mannschaft, wo sich früher in die Schuhe gepisst haben.
Niemals. Nein. Das haben andere auch gemacht. Da hat gerade jemand im Chat sogar geschrieben, er hat es auch gemacht. Ach, komm. Digga. Das war ein Ding einfach. So von wegen Glück und sowas. In die Schuhe pissen. Jeder pisst in seine Schuhe, lässt die trocknen, am nächsten Tag anziehen und rein ins Spiel. Das stinkt ja auch nicht. Du trinkst ja viel Wasser und so. Ich meine, ich komme auch vom Dorf so. Wir haben am Abendspiel immer Bier getrunken so. Also, ich habe auch, ich glaube, 3 Spiele oder sowas gemacht. Aber beim Schuhpissen war ich dabei. Das ist ja geisteskrank, Willi. Ich glaube, das war D-Jugend sogar nur. D-Jugend oder E-Jugend. Ich war noch überklein. Ich habe mir in die Schuhe gepisst, mein Gott. Und ich habe auch Bier getrunken. Herzlich willkommen im Team. Das ist was ganz normal. Wie alt ist man in der E-Jugend? Wie habe ich dann E-Jugendalter? 13 bis 14, ja, da kann man doch Bier trinken. Das passt doch. 10 und 11? Ja, keine Ahnung, scheiß drauf. Zum Beispiel, ich rauche noch immer nicht von meiner Mutter. Ja. Also, könnte ich auch niemals. Sascha, es reicht jetzt mit diesem scheiß Versteckspiel, steh endlich dazu. Ich helfe dir jetzt bei deinem Coming Out. Was hast du jetzt hier? Gib mir in der Hand. Wichtiger Religion, Realtuck von Carsten. Was ich richtig eklig finde, egal welche Religion du anführst. Ich möchte nicht, wie gesagt, dass das hier wieder aus dem Kontext geklippt wird oder sowas, dass ich wieder als Weirdo dastehe, nur weil ich mir in die Schuhe gepisst habe, ja? Das möchte ich jetzt an der Stelle hier nochmal klarstellen. Das ist ein Ding gewesen. Wie viele Tore hast du geschossen? Ich war Abwehr. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe mir in die Schuhe gepisst, mehr nicht. An, egal auf... Ja, go make me lose my mind. Wie oft habe ich einen Porno an, der mir gefällt? Ich habe immer 3 oder 4 Pornos gleichzeitig. 5 Sterne Kochriso. Ey, das wird gut. Fertig. Komm mal wieder. Ich hoffe, die kriegen alle ihre Strafe dafür. Das ist richtig unkorrekt, sowas. Was ein Hund? Wer ist das? KuchenTV. Ach, das ist der KuchenTV. Was macht der? Schon mal gehört, aber was macht der? Von dem gibt es wenig. Also, der backt halt hauptsächlich, also KuchenTV kommt ja davon, also der backt halt okay. Sehr, sehr viel, macht so... Konditoreisachen, Plätzchen ist er auch sehr stark und ist eigentlich dafür bekannt, dass er immer Vanille verwendet. So, das ist so sein Signature. Egal was der macht, er macht immer Vanille rein. Liebt er Vanille oder? Ja, er liebt. Oh. Zum Beispiel, egal, wenn er ein Getränk macht, macht er Vanille rein. Es ist extremst sauber, finde ich. Also ich... Verpisst euch! Piss dich! Hey Leute, ich bin hier zusammen mit Mats Hummels. Wir werden jetzt gleich gemeinsam den Rücken mobilisieren. Mit Jude Bellingham. Welche Stretching-Routine? Yo, hallo, ich grüße euch, ihr kennt mich wahrscheinlich. Eine Sache, die mir besonders gut am Laufen schon immer gefallen hat, ich kann meinen Kopf genau nutzen. Ich kann meinen Kopf gebrauchen, das heißt, ich kann über vieles nachdenken. Ein paar Sekunden später. Kurz stehen bleiben und drüber nachdenken. Wenn ich laufe, kann ich mir meinen Kopf nicht richtig klar zusammensetzen. Wie Max sich auf den Kampf vorbereitet. Und wie Mickey sich drauf vorbereitet. 125 Gramm weiche Butter, 120 Gramm Zucker, zartbitter Schokoraspel. Ein bisschen. Was ist das denn für ein Scheißhaufen, Digga? Ey, Mickey wird doch so verprügelt werden, oder? Oh. So eine richtig schöne Bauernstochter, so eine richtige Schweizer Dirndl. Ja. Bruder, mit so richtig geilen blonden Haaren und so richtig dicke Milchtüten. Ich will Schweizer Milch. Wuh!
ja, an was? Auf in die Schweiz mit Memo. Wenn wir heute schöne Frauen sehen, dann behalten wir das für uns. Ich will nämlich nicht von dem Sonderurlaub nochmal in den Urlaub. Oh, guck mal da rechts, Memo. Dann können wir für uns so sagen, okay, oha, mashallah, aber nicht so, ne, wie in den alten Zeiten, Digga. Das machen wir nicht. Nur im Dunkeln ist die weitwinkige Kamera. Digga, wie kann man so notgeil sein, Alter? Ohne Witz, Digga. Das ist doch fast schon sexuelle Gefährdung, Bro. Der muss doch mit einer fucking throbbing Latte einfach durch die Stadt laufen. Wie geht das? Digga. Memo, wir wollen nirgendwo gucken. Wie kann man... Digga, das ist einfach... Die zwei, Alter, die zwei sind Gigasass. Ich guck gar nicht. Zwei Rentner auf Druck. Von dem Termin eingetragen, wo wir den Test gemacht haben. Stell mal die Kamera jetzt hier hin. Digga, es ist halt auch Frühling, ne? Aber das ist also das ist schon krass. Meine Sache ist reißen Sie sich zusammen. Memo, jetzt zusammenreißen, ne? Bitte? Wir können später nochmal drüber diskutieren. Oh. Ach, Digga. Du spinnst. Fazit: Memo war ein bisschen sass, aber Monte hat sich so gut er kann zusammengerissen, also ja. Kann Twitch spannen. Oh, haben wir noch. Ja, Bruder, ich hab was im Hals gehabt wieder, Mann. Perfekt, Digga. Gut, dass er es rausbekommen hat aus dem Hals. Irgendwie war das Video von Hungriger Hugo nicht so stark, no joke. Das fand ich irgendwie nicht so stark, da war nicht so eine geile Storyline drin.